Servus und hallo zu 1899 auf FM, den SSV-Jahren-Fan-Podcast Aftermatch-Talk. Bei mir ist der Gulli, ich bin der Philipp. Wir haben heute 90 Minuten Werikos des Jahren kommentiert. Danke, Gulli, dass du nochmal die Zeit nimmst, mit mir kurz drüber zu sprechen. Ja, machen wir doch gern. Bevor wir dann wieder nach Hause düsen dürfen. Ich hab's gerade schon gesagt, es war schwere Kost. Also es ging wirklich los in der ersten Halbzeit. Lass mich nochmal nachschauen. Wir haben hier in der 1899-FM-Gruppe schon zur Halbzeit gerätselt. Der Tobias Braun, der auch regelmäßig Gast ist im Podcast, hat's reingeschickt. 16% Ballbesitz. Ich weiß nicht, ob das nicht sogar ein Rekord ist. Es sah am Anfang gar nicht mal so schlecht aus. Wir haben uns wie gegen Kaiserslautern auch hinten reingestellt. Es ist ja schon nur gut gegen so einen Gegner, das kannst du auch machen. Aber wir hatten halt wirklich einfach keinen Ballbesitz. Also du hast Paderborn schwer gemacht, flach irgendwie zum Ergebnis zu kommen, hast dir aber viel zu viele Chancen zugelassen bei Bällen quasi über die Kette und danach eine Ecke ist es dann halt mal passiert. Dann hat Klaas da wirklich aus 16 Metern ins kurze Eck abgeschlossen. Ich glaube, Gepard zieht ihn spät, kann da wahrscheinlich nicht viel machen. Ja, das wenn er, kann nicht viel machen, heißt aber auch, wenn er gut drauf ist oder wenn es mal richtig läuft für den anderen, haut er so einfach auch mal raus. Ja, aber im Endeffekt, da geht es dann auch schon bei der Ecke los, die dann halt im Endeffekt gut geschlagen ist. Der zweite Ball landet eben wieder bei Paderborn, die dann 2-3 Mal die Kugel schieben und eben dann Klaas, ja, da 16, 17 Meter abzieht, so gut wie die komplette Jahnelf steht im 16er und der kommt dann allen vorbei. Gepard zieht ihn zu spät und schlägt dann eben am Pfosten ein, ja, und dann natürlich, ja, nach 15 Minuten ist dann wieder schwierig in unserer Situation dann wieder relativ defensiv eingestellt. Die zweiten 15 Minuten waren dann ähnlich. Am Ende da war dann in der 32. wieder eine richtig gute Chance für Paderborn. Diesmal hält Gepard den richtig stark mit der Fußabwehr. Es war ein langer Ball, da über, ja, nicht nur die Dreierkette, sondern eigentlich über die ganze Fünferkette hinweg. Pröger lässt sich dann nach innen ziehen mit dem Offensivspieler. Und dann kommt Zehnder, der Außenverteidiger, da zum Abschluss. Kann den Volley nehmen, nimmt ein bisschen das Risiko raus, versucht den Kontrovier aufs Tor zu bringen. Und dann kann Gepard den gerade noch entschärfen mit einer guten Fußabwehr. Hält uns im Spiel. Am Ende steht's, also ich meine, der Matchplan war im Spiel bleiben, der Matchplan war hinten gut stehen, vorne irgendwie ein Tor machen. Wir hatten sogar, ich glaube, 0,27 Expected Goals, das ist deutlich mehr als im ganzen Spiel gegen Kaiserslautern. Also wir haben vorne stattgefunden. Da kann mit Glück auch mal einer reinfallen, dann steht's halt quasi glücklich 1-1 zur Halbzeit. Der Plan kann schon so aufgehen. Aber es war auch klar, in der zweiten Halbzeit muss was passieren mit 16% Ballbesitz. Paderborn will jetzt nicht das ganze Spiel den Gefallen uns tun, dass sie selber das Spiel machen. Irgendwann musst du kommen und das hat Joe Enox, das muss man der Mannschaft zugutehalten, auch versucht. Hat mit Sebastian Ernst und Erik Hoppmann zwei neu gebracht. Noah Gamas und Dominik Kota sind rausgegangen. Kleine Randnotiz zu Kota vielleicht. Gerade noch heftigst diskutiert mit Achim Beierdorzer. Also nicht irgendwie böse, aber sehr intensiv. Über den Platz gegangen, über verschiedene Stellen auch geredet, glaube ich, am Platz. Ja. Vielleicht nochmal Situationen nacherzählt, die nicht gepasst haben. Erstmal, ich glaube nicht, dass Kota irgendwelche Probleme hatte. Ich glaube, es ging wirklich um die Leistung, dass das zu wenig war offensiv in der ersten Halbzeit. Also es ging dann gleich los im Endeffekt nach der Kreisbildung. Sobald sich der Kreis aufgelöst hat, sind sie über den halben Platz gegangen Richtung Gästeblock und dann wieder zurück in Richtung Mittelfeld und haben da ja sauber diskutiert, wie man so schön sagt. Ja, aber wie du auch vorher angesprochen hast, wenn man halt so ein bisschen auch die Leistungsdaten, Spieldaten durchschaut, Paderborn hat 641 gespielte Pässe, davon sind 572 angekommen, mir im Gegensatz haben 217 gespielt und 160 davon sind angekommen. Wir hatten auch noch insgesamt dann 2 Kilometer weniger Laufleistung. Wie immer fast zurzeit. Also wir haben die wenigsten Sprints der Liga, wir laufen teilweise die wenigsten Kilometer. Es ist gerade für eine Mannschaft, die dann noch über Pressing, glaube ich, auch kommen will, einfach zu wenig. Ja, und meiner Meinung nach. Wieder Zweikämpfe, ja, gut, haben wir genauso viele geführt wie die Paderborner. Und ja, der Ballbesitz jetzt endgültig hat sich dann auf 26% über 90 Minuten hochgearbeitet, aber es ist halt natürlich. Was im Endeffekt heißt, wir hatten in der zweiten Hälfte mehr Ballbesitz als. Nee, hatten wir nicht. Wir hatten auf jeden Fall mehr Ballbesitz als in der ersten Hälfte, aber immer noch weniger als Paderborn. So kann man zusammenfassen. Ja. Ich muss es jetzt hier nicht ausrechnen, aber irgendwie mit Dreisatz kommst du, glaube ich, so auf 35-40%, glaube ich, für die zweite Hälfte, was normal ist. Man muss wirklich sagen, die zweite Hälfte hat angefangen mit ein paar guten Situationen. Sie haben sich vorne reingekämpft. Du hast auch gemerkt, wenn wir mal länger als 2, 3, 4, 5 Ballkontakt den Ball haben und nicht gleich weg ist, dann kannst du hier schon auf Offensivspiel irgendwie gestalten. Aber vom Tor war es dann meistens zu dünn. Da war dann gerade von Hottmann auch oft, der hat es wirklich gut gemacht, hat gut den Ball behauptet, aber oft der Kopf unten auf dem Ball irgendwie rumge, ja, noch versucht, sich in Schussposition zu bringen und
zu selten dann der Abschluss. Und wenn dann mal Abschluss kam, das war schon relativ spät dann tatsächlich, da stand es glaube ich schon 2-0 oder 3-0, als der Abschluss dann von Kühlwirt dann mal kam, der reingehen muss aus 3 Metern und irgendwie schafft es noch, den Gegenspieler oder Torhüter, ich habe es bisher noch nicht nochmal sehen können, anzuschießen. Das war, glaube ich, die beste Chance im Jahrenspiel, die beste Chance seit Wochen. Freistoß von Hein habe ich noch unterschlagen, der ging auf die Latte. Der kann es auch auf 2-1 stellen. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt stand schon 2-0. Müsste 2-1 dann gewesen, oder wäre es gewesen, ja, wenn das Ding dann reingeht natürlich, aber ja, wie sagt man so schön, es ist... Wäre sogar noch das 1-1 gewesen, war 4 Minuten vorm Gegentor. Das war dann wahrscheinlich in unserer jetzigen Form schon der Nackenschlag in der 65. von Aaron Zehnter, als Bräunig den Ball dann nicht ganz gut klären konnte und Zehnter dann einfach, ja, trocken ins rechte Untereck von ihm aus gesehen, von Gebhardt das linke, abgeschlossen hat. Da kann er wirklich gar nichts machen, der Gebhardt. Der wird gerade auch ein bisschen allein gelassen. Man sieht es jedes Spiel nach dem Spiel, wie angefressen er ist. Das ist, glaube ich, kein Spaß. Zweite Liga, dritte Liga hat sicher mehr Spaß gemacht. Ja, definitiv. Also man hat es auch letzte Woche schon gegen Kaiserslautern gesehen. Also er ist dann schon immer sehr lautstark und mit den Händen viel am Gestikulieren. Und man merkt, dass ihm halt einfach vieles nicht passt. Und weil man halt dann auch doch immer wieder das ein oder andere Tor oder viel zu einfach bekommen. Und dann, man merkt es ja immer, er versucht es dann einmal schnell zu machen oder gibt dann Gas bei seinen Abschlägen oder Abwürfen, aber er findet halt viel zu oft dann keinen, der so richtig in Position steht, den er dann auch anspielen kann. Und das merkt man, das steigert sich von Spiel zu Spiel, dass er es halt einfach richtig kocht. Was mir heute auch nicht gefallen hat, waren tatsächlich so, also wie gesagt, du hast es eigentlich defensiv lange Zeit des Spiels gut gemacht, dass du die Flachpassoption so ein bisschen rausnimmst, sehr tief stehst natürlich. Aber Paderborn hat eigentlich dazu gezwungen, das lange Bälle zu spielen. Das Problem ist, wenn du sie zwingst, lange Bälle zu spielen, das ist ja, also ist ja klar vorher, dass sie dann lange Bälle spielen, wenn sie flach nicht durchkommen, dann musst du die auch besser verteidigen. Da kamen viel zu viele, kamen da Richtung Gebhardt durch, aber eben nicht so, dass der Torwart ran konnte, nicht so, dass du ihn ins Aus abgelaufen hast, sondern so, dass der Bulic ihn dann nochmal in Seiten ausgerätschen musste oder sogar zur Ecke. Also wirklich auf Höhe des 16ers kamen dann ganz viele Bälle zum Einwurf. Das ist ein Riesenraumgewinn, wenn du als Torwart, als Paderborner Torwart vom Elferpunkt den langen Ball nach vorne schlägst Richtung Sven Michel, der auch kein schlechtes Spiel gemacht hat, muss man sagen, der irgendwie dann im Zweikampf mit Bulic den Ball so behaupten kann, dass der halt zum Tor aus, zum Seiten ausgerätschen muss, dann hast du zack schon wieder eine Standardsituation, nichts anderes ist ein Freischuss, am gegnerischen Tor, vom eigenen Strafraum weg. Und das ist viel zu oft passiert. Dafür, dass das eigentlich, glaube ich, unser Spielplan war, dass wir sie zu diesen langen Bällen zwingen, haben wir es nicht gut verteidigt. Vor allem in der zweiten Halbzeit, wenn du sagst, wenn du nach vorne spielst, dann bist du hinten komplett offen. Also hätte auch schon vor dem 2-0, hätten 2-3 Tore für Paderborn noch fallen können. Ja. Das dritte ist dann gefallen, als Bulic eine solche Grätsche dann mal nicht in Seiten aus geschafft hat, sondern halt leider Ansa gelegt hat. Den eingewechselten Ansa, der da am 5-Meter-Raum zu Fall kam. Ja, gut. Pröger, war klare Sache, glaube ich. Pröger wollte im Vorfeld das Spiel eröffnen, verliert dann 20 Meter vor unserem Tor, relativ leicht wieder die Kugel bringt, dann das Ganze eben durcheinander, wird die Kugel dann an Bulic vorbeigelegt, der versucht halt dann das Beste draus zu machen, kommt halt nicht mehr so ganz an den Ball ran, trifft halt mehr den Gegenspieler, ja. Ja, da darf er nicht runtergehen, glaube ich, da muss er irgendwie schauen, dass er mit dem Fuß hingeht, einen Raum zumacht, dass er, es war ein spitzer Winkel, Ansa kann eigentlich nicht schießen, muss wenn er in die Mitte legen, so, ja, fällt dann das 3-0 durch David Konsomi durch einen Elfmeter, der gerade zuvor eingewechselt war. Am Ende darf man nicht weglassen, dass das heute ein richtig guter Gegner war. Das ist einer Top-Gegner der Liga, aber ganz ehrlich, das sagen wir seit Wochen. Seit Wochen kassieren wir 3-4 Tore gegen die nicht so guten Gegner wie Kaiserslautern. Ja, kassierst dann halt mal kein Tor, aber dann schaffst du auch gar nichts nach vorne. Also, wenn du nicht bald Tore schießt und bald Punkte holst, und damit meine ich auch dreifach, dann wird das ein bitterer Winter, bitteres Weihnachtsfest. Das, was halt, was du eben gesagt hast, also in Paderborn hat man unbedingt auch wieder Punkte da einrechnen muss, lass mal dahingestellt, aber bitter sind halt solche Geschichten, dass du halt zu Hause gegen Münster verlierst, weil das sind halt, denke ich mal, die Punkte, die eingerechnet sind. Münster, Kaiserslautern führt selbst in Berlin, da waren überall Punkte drin, da sahst du überall besser aus als heute. Wobei Münster sahst du nicht besser aus. Münster war für mich das einzige Spiel mit heute, wo du wirklich klar die schlechtere Mannschaft warst. Am Ende ist es nach vorne zu wenig, das haben wir ja angesprochen. Das muss jetzt, glaube ich, auch klare Anzeigen geben in der Länderspielpause. Weiter geht's dann in 2 Wochen mit Düsseldorf, hast du gesagt vorhin. Ja, genau, Samstag zu Hause, dann 19. Oktober ist es, da kommt die Fortuna. Wird also auch nicht leichter. Und dann geht's zum krisengeschüttelten Club, die hoffentlich bis dahin weiter in der Krise sind. Club, meine Hoffnung war halt, dass wir, bis wir zum Club fahren, doch, 1, 2, 3 Punkte irgendwie haben. Aber Düsseldorf wird natürlich eine harte Nuss und dann in Nürnberg.
bist dann im Endeffekt schon gezwungen zu gewinnen. Nürnberg, wenn es so weitergeht, die ja auch schon wirklich gegen Abstieg kämpfen aktuell, kann man fast sagen, obwohl sie eigentlich nach oben geschaut haben nach der Klose-Verpflichtung, ist für mich auch ein 6-Punkte-Spiel. Genau wie Münster eins war, genau wie Ulm eins war. Eins davon haben wir sogar gewonnen dieses Jahr, darf man auch nicht vergessen. Aber seitdem geht halt gar nichts mehr. Aber du sagst, wichtig ist halt mal, dass wir wieder mal ein paar Tore schießen, weil sonst wird es halt ganz... Vor allem jetzt schwierig. Musst du dir ein Selbstvertrauen holen, weil jetzt kommen dann die Spiele eben gegen Club. Es kommt noch ein Spiel in der Hinrunde gegen Braunschweig. Elversberg ist auch so eine Mannschaft, die, wenn du irgendeine Rolle spielen willst in der Liga und gegen die oben nicht gewinnst, dann musst du gegen so eine Mannschaft wie gegen Elversberg Punkte holen. Also das sind dann die Spiele, wo du wirklich in Form sein musst. Wenn du da dann antrittst und die Woche davor 4-0 gegen Düsseldorf verloren hast, dann ja, werden wir auch gegen Nürnberg wahrscheinlich nichts holen. Also dann musst du jetzt schon gegen Düsseldorf eine bessere Leistung zeigen. 2 Wochen haben sie Zeit. Ich bin nach wie vor der Meinung, ich glaube nicht, dass es einen Trainerwechsel geben wird. Ich werde jetzt auch nicht groß sagen, dass ich für oder gegen einen bin. Ich finde, man hat heute gesehen, dass in der zweiten Halbzeit eine Veränderung da war. Das war in den letzten Wochen nicht immer so. Aber am Ende müssen die Spieler auf dem Platz das rausreißen, bis Achim Beierlorzer was anderes entscheidet. Der ist übrigens gerade im Interview, sehe ich da. Wahrscheinlich bei den Kollegen von Sky. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er was anderes sagt, als dass Schwerinox die Rückendeckung hat, weil ich glaube, so wird der Verein einfach verfahren. Aber sehen wir weiter. Jetzt ist Länderspielpause, 2 Wochen Zeit. Und dann hören wir uns wahrscheinlich. Robert wird sich wieder bei euch melden mit einer regulären Ausgabe in der Zwischenzeit. Und dann spätestens zum Aftermatch-Talk nach dem Spiel gegen Düsseldorf zu Hause. Kommt ins Stadion, wenn nicht, hört's den Turmfunk. Und wie ich im Turmfunk heute schon gesagt habe, fahrt's bitte auswärts, genießt die zweite Liga. Es kommen noch coole Fahrten nach Schalke, in der Rückrunde in Köln. Da kann man immer was Schönes erleben im Gästeblock. Heute war auch Party im Gästeblock. Was willst du sonst machen, wenn du den ganzen Tag unterwegs bist und dir dann so ein Spiel anschaust? Es ist trotzdem schön, mit seinen Freunden zum Fußball zu fahren und den Jahren irgendwie zu feiern, auch wenn es manchmal nicht zu feiern gibt. Warum sollte man sonst aufsteigen, wenn wir in der zweiten Liga so verdrossen sind, wenn wir dann mal gegen den Abstieg spielen, oder? Genau. Genau. Hast du das gesagt? Ich glaub, das war jetzt schon viel zu viele Worte, um einfach zu sagen, Kopf nicht hängen lassen, macht euch ein schönes Wochenende und danke fürs Einschalten, danke fürs Zuhören und ja, danke Gulli dir, dass du wieder überseite gestanden bist. Ja, mache ich doch gern. Ja. Also, danke. Macht es gut. Servus. Servus. Richtung Ganaus und Kota. Ganaus kann fürs Erste verlängern auf Kota. Kota packt dann den Beiner aus und dann wird Ganaus gleich geschickt. Ist schon am 16er, ist an der Seite, spielt in die Mitte. Da versucht die Kugel in die Mitte zu bringen, aber ist dann zu nah. Ein auch als Abschluss, würde ich sagen. Torwart, ja, habt doch mal drauf auf die Kiste, aber mittig wäre jetzt eh soweit. Keiner gleich. Außen vom 16er aus Spitzenwinkel. Wäre wahrscheinlich vom Tor vorbeigegangen, aber ich dachte eigentlich, das war klar abseits, aber der Assistent hat auch nach der Aktion die Fahne nicht gehoben. Also richtig gut durchgesteckt da von Kota, abgelegt auf Kühlwetter und der dann mit dem langen Ball auf Ganaus, während es jetzt schon wieder bei links über 10er in die Richtung Jahn-Tor geht. Aber abgelaufen vor dem 16er noch von Pröger und wieder Fehlpass in der Jahn-Hälfte von Paderborn. Ins Tor aus. Erste Ecke des Spiels, oder? Ja, Raphael Obermeier, der Kapitän, wird es entsprechend ausführen. Rechtsfuß wird dann aufs Tor ziehen, hebt den rechten Arm, Ball kommt Richtung Tor, wird fürs erste Mal geklärt am 16er, 20 Meter heraus, haben die Paderborner wieder raus auf Obermeier, der lässt der Kühlwetter stehen, zieht in den 16er, legt nochmal ab zum 16er, Schussschuss und dann schlägt er unten links ein. Felix Gebhardt kommt dann immer rechtzeitig hin, aber ich glaube aus unserer Sicht hat er noch zu spät einfach gesehen, da war die Dreivierteljahrmannschaft irgendwie vor ihm. Da wird es auch nichts für den VR zu rütteln geben, glaube ich. Fernschuss außerhalb des Strafraums. Klaas müsste es gewesen sein, der neue Mann, der letzte Woche nicht von Beginn an dabei war. Da hat Kwasniok ein goldenes Händchen gehabt. Tja, der Jahn kommt gut ins Spiel, lässt eigentlich wenig zu und dann gleich nach der ersten Ecke, kurz darauf, das Gegentor per Fernschuss. Anders ist gut auf Kota, der hat den Ball, legt ihn raus auf Pröger, der hätte ein bisschen Platz auf der rechten Außenbahn, stolpert er fast, kriegt den Ball aber in die Mitte und da ist dann leider nur ein Paderborner an der Position, wo der Ball ankommt. Und jetzt aufpassen vor dem Konter, das Wurm und der wird sich wahrscheinlich hier die gelbe Karte holen. Kommt da zu spät an der Außenlinie. Boah, ja doch, da gibt es schon gelb. Also Geipel mit rechts oder Heim mit links, ich tippe mal stark auf Geipel. Ball ist frei auf alle Fälle. Ja, Hein täuscht mal wieder den obligatorischen an.
Gut verlängert. Wieder vorbei am Tor. Gibt's doch nicht. Feed kriegt da seinen Scheitel dran, verlängert den, aber halt gut ein, zwei Meter am Tor vorbei. Wieder so ein Ding, das kann auch mal reingehen, aber halt nicht, wenn du seit Wochen gar nichts mehr triffst. Ja, dann fehlt da halt wie immer mal dann ein bisschen das Glück. Ja. Aber war schon mal die wieder aus der eigenen Hälfte da raus kombinieren oder versuchen es raus zu kombinieren. Götze, der wird dann von Ganaus angelaufen, der bleibt dann etwas ja, erhöht auf der Position stehen, um das hin und her zu spielen, der Paderborner etwas zu verhindern. Jetzt kommt deswegen der erste mal wieder nach einigen Minuten lange Ball, der dann wieder doch irgendwie bei Sven Michel vorne landet. Dann legt er ab, Flanke in die Mitte. Vorsicht! Und da ist Gebhardt da wirklich wieder mit der Fußabwehr, Glanzparade. Durch auch den Schuss von Zehnter. Das liegt noch nicht vorbei, die Aktion. Und Zehnter war da völlig frei. Ja. Pröger mit dem, ich glaube, mit Klaas beschäftigt, also eher dem Flügelspieler, den Offensiven, und dann kam der Außenverteidiger von hinten angerückt und kommt völlig frei zum Abschluss, nimmt den direkt mit nicht ganz so viel Risiko, also schon eher versucht, den habe kontrolliert versucht, aufs Tor zu bringen, und dann kriegt Gebhardt noch den Fuß raus. Das war gegen Bilbia und das wird der Schiedsrichter pfeifen. Ja, gibt Vorteil. Wird auch zurückgeschubst. Pröger klärt zur Ecke, das wollte er nicht. Na, da macht er gut. Wollte ich auch schon sagen, läuft er da gut, zieht er den Ball ab, aber ja, kommt dann nochmal mit seinem linken Fuß da dran und ja, spielt den Ball ins Tor aus ja, über 20 Metern. Das ist, glaube ich, schon die vierte Ecke. Ein fünfter sogar. Fünfte müsste es sein. Für Paderborn, Jan hat eine. Ja, 20 Sekunden noch. Deckt sich realistisch wahrscheinlich auch mit den Spielern teilen. Die reguläre Spielzeit da rum ist. Jetzt wieder müssen wir erstmal wieder aufpassen. Der zieht immer die Ecken da Richtung Torwart. Hebt wieder den rechten Arm, genau, zieht wieder Richtung Tor. Vorsicht, da ist auch der Paderborner dran. So mit dem, ja, war wieder Bibier. Kopf natürlich. Und du sagst, dass Bibier war es und zieht dann mit dem Kopf drüber über die Latte. Aber die Ecken, ja, in gewisser Weise so richtig ungefährlich war von den fünf keine. Achtung, Flanke von Paderborn nach dem Einwurf auf Michel, die kommt an, der kann sich runternehmen, aber Wurm kann klären. Langer Ball Richtung Hottmann, der macht das nicht schlecht. Aber kriegt den Ball nicht festgemacht. Zweiter Ball bei Paderborn. Dritter Ball beim Jan. Und Geipel verliert ihn leider wieder. Und der Ball war gut auf Bibier. Der ist im Strafraum. Achtung, der geht vorbei. Könnt schießen. Macht das aus Spitzenwinkel und Gebhardt ist da. Nachschuss geht weit übers Tor. Aber trotzdem, so hoffnungsvoll wir waren nach 2-3 Minuten, Paderborn spielt sich nach wie vor die besseren Chancen. Und mit meiner Meinung nach weniger Aufwand. Ja, da ist Bulic, wird dann ausgespielt oder ja, wird die Kugel für Einwurf Paderborn jetzt gleich wieder zustehen, um die gar nicht recht rauskommen zu lassen nach dem Einwurf. Hat Obermeier die Kugel hat da immer noch in der Hand. Jetzt kurz auf Castaneda, der lässt Tropfen Kühlwetter dazwischen. Müsste aber Einwurf Jawohl. Für uns geben, ja. Zeigt er auch an, Kühlwetter behält die Kugel gleich. Aber dauert Geipel fast dann vielleicht zu lange. Ja, jetzt, ja, jetzt wieder gibt an Hein. Er die Kugel an Hein ab. Der nimmt jetzt wieder. Der wirft einen Hottmann jetzt. Genau. Aber da ist davor noch Castaneda. Ja, Hottmann behauptet die Kugel. Auf Ernst, Ernst auf Bulic. Bulic müsste gleich rüberspielen auf Wurm und Wurm müssten dann irgendwie gleich ja, frei, ja. So unterbringen. Hein mit dem Kopf verlängert. Ernst jetzt über links. Lassen stehen und flank. Ah, muss nochmal abdrehen. Bräunig ist mit aufgerückt. Bräunig flank, schießt dann. Das Ecke, oder? Ja. Abgefälscht. Kostons an und gibt die Ecke für den Jan. Schon doppelt so viele Ecken wie in der ersten Hälfte. Muss sich an den kleinen Dingen hochziehen, Uli. Ja, aber... Und ich glaube immer noch, wir haben auch doppelt so viel Ballbesitz wie in der ersten Hälfte. Also, jetzt muss halt auch ein Tor her. Geipel wird die Ecke wieder treten. Von links, wie die Ecke von Paderborn in der ersten Hälfte, die auch das Gegentor eingeleitet hat. Jetzt kommt die Ecke, die kommt nicht schlecht. Eine damit, kommt's. Erstmal verteidigt, aber Ernst hat im Strafraum den Ball. Ganz außen liegt nochmal zurück auf Pröger, der zieht jetzt an die Grundlinie. Muss jetzt irgendwie den Ball reinbringen, dreht nochmal ab. Sucht Anspielstation.
Zurück auf Ernst und der wird wahrscheinlich zu Gebhardt zurückspielen, weil wirklich nichts frei ist an Anspielstationen. Ja, wirklich nochmal anders. Jetzt kommt der Chipball auf Feed. Aber jetzt waren alle wieder aufgerückt. Kein macht das nicht schlecht, macht richtig gut gezogen. Es muss gelb sein. Ja, Chiri hat die Karte sofort in der Hand. Gelbe Karte, gute Freischussposition. Ist auch keine Diskussion. Das ist jetzt schon eher noch eine Situation, wo du auch aufs Tor schießen kannst. Heute wieder die Statistik lesen, die hat leider nur Zweitligaspiele. Ich kann es jetzt nicht beschweren, dass wir letztes Jahr in der dritten Liga keins hatten. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, das letzte Jahr ein Freistoßtor ist tatsächlich schon viele, viele Jahre her. Müsste vielleicht sogar Wegesser gewesen sein, das direkte Freistoßtor, das letzte. Belehrt mich gerne eins. Aber wieder Paderborn, wieder über rechts, über Obermeier. Der schickt da Bilbia. Achtung, Bulic. Und wieder mit der Grätschenstelle. Das macht er gut. Aber wieder Einwurf in gefährliche Position. Und sie machen schnell. Zurück auf Obermeier. Der könnte flanken. Liegt in die Mitte. Achtung, das ist klar. Der hat schon ein Fernschusstor heute. Aber viel passt Paderborn. Da ist jetzt Brügger. Wenn er am ersten vorbeikommt, wäre ganz viel Platz gewesen. Aber er kommt nicht vorbei. Brackelmann macht die Tür zu. Und nächste Flanke von Michel. Achtung, Ball abgefälscht und Tor. Jetzt den flachen Ball auf Bräunig und da kommt gleich wieder der Gegenspieler und jetzt der lange Ball nach vorne. Der kommt nicht schlecht gegen Küffer. Der zweite Ball ist bei Feed. Der legt ihn da schön ab auf Ernst. Der könnte mal vielleicht flanken. Ja, muss glaube ich nochmal abdrehen. Da ist der Gegenspieler da. Spielt den auf Feed. Hein, der kann flanken. Die Flanke kommt an. Kommt gut an. Kann, ja, Tor. Nein. Was ist denn da los? Aus 3 Metern schafft der Kühlwetter den Ball irgendwie noch an den Gegenspieler zu hauen. Was ist denn Wahnsinn. Das? Das sind auch wieder 2 Minuten. Der nimmt es ganz genau. Den Zombie lässt sich auch seine Zeit. Jetzt ist der Ball freigegeben. Gebhardt macht sich groß. Zombie verzögert und da ist er drin. Verlädt Gebhardt nach rechts, schießt nach links. Und das ist das 3:0.